Cedric Cesiger, jetzt geht's los. Die Europa League startet gegen grösste Gegner. Wie ist das Gefühl, wie ist die Vorfreude? Ja, sicher eine grosse Vorfreude. Wir sind gut vorbereitet auf das Spiel. Wir wissen, was auf uns zukommt. Von dem her ist sicher eine Vorfreude riesig. Und eben, wir freuen uns darauf und sind sicher top motiviert für das Spiel. Generell freuen wir uns immer auf jedes Spiel und auf eine europäische Gruppenphase natürlich umso mehr. Und freuen uns, dass es mit dem Knallen losgeht, dass wir hier als Roma da können, begrüßen und empfangen. Ja, wir freuen uns extrem. Andererseits ist auch ein bisschen Trauer oder Wehmut da, dass wir leider nur 1000 Zuschauer hier haben können. Das wäre natürlich schön, hätte mir ein volles Stadion nach dieser Leidenszeit, die wir alle haben, mit diesen wenigen Zuschauern. Das ist jetzt leider so. Und wir müssen uns vor allem auf das konzentrieren, das ist die Leistung auf dem Platz. Ja, ist sicher schade, dass wir nicht die Fans im Stadion haben können oder auch die 9000, die wären zugelassen. Sicher etwas, was sehr schade ist, was leider jetzt halt schon länger so ist. Darum wissen wir blöderweise schon, wie damit umgehen. Also sicher gut. Es gehört leider dazu in dieser Zeit, in dieser Phase. Aber ich glaube, wenn du auf dem Platz stehst, hat es nicht wirklich einen grossen Einfluss auf dich. Du musst konzentriert sein, du musst dich genau gleich vorbereiten, musst genau gleich pushen, musst echt parat sein. Was erwartest du von Rom? Ja, das ist eine sehr homogene Mannschaft. Eine Mannschaft, die sowohl das Offensiv- als auch das Defensivspiel sehr gut im Kollektiv beherrscht. Sie werden uns sicher extrem vor Schwierigkeiten stellen, dass wir Torchancen rausspielen können. Die Italiener sind sowieso bekannt, dass sie das Verteidigen beherrschen. Trotzdem fällt einfach auf, dass sie auch drei sehr qualitativ starke Stürme haben. Mit dem Dzeko, Pedro, Mkhitaryan. Das sind Spieler von Weltklasseformat, die in grossen Mannschaften auch immer gespielt haben. Und von dem her wird es auch für uns eine grosse Aufgabe sein, diese drei Spieler zu kontrollieren und ihnen so wenig wie möglich Freiräume zu geben. Für mich selber als Verteidiger ist sicher eine Vorfreude, dass ich gegen so Gegner spielen kann. Und von dem her kann ich mich sicher auch mal beweisen auf diesem Niveau. Auch die ganze Mannschaft, dass wir die Qualitäten haben. Ja, wir wissen, dass AS Roma sicher ein sehr starker Gegner ist, der stärkste in der Gruppe. Aber eben, wir müssen uns wegen dem nicht verstecken oder zu viel Respekt haben. Ich denke, wir spielen daheim, wir wissen, was unsere Stärken sind daheim. Wir sind gut vorbereitet, wir haben sie analysiert. Von dem her, ja. Erwartet uns sicher eine schwierige Aufgabe, aber eine mögliche Aufgabe, ja, daheim. Gegen Servet hat man viele Chancen gehabt. Die Chancenausnutzung war ein bisschen das Problem. So viele Chancen wird man nicht haben. Was braucht es, um gegen Rom zu bestehen? Ja, vor allem ein solides Kollektivspiel in allen Spielphasen, verteidigen und angreifen. Aber im Gegensatz zum letzten Spiel einfach viel mehr Effizienz. Dass man aus den Torchancen, die man hat, das Maximum versucht rauszuholen. Das ist im Sport das Schwierigste, das Goalschießen oder das Punkten. Das ist immer eine grosse Herausforderung. Und da haben wir versucht, ein bisschen einzuwirken in den letzten Tagen auch mit den Spielern, mit Übungen vor dem Goal, dass man ein bisschen Selbstvertrauen tanken kann, dass man die technischen Gesten wiederholt, dass wenn man zum Abschluss kommt, dass man die beste Lösung mit einer guten technischen Ausführung auch treffen kann. Wie ist es jetzt gegen Rom zu starten? Wenn die wirklich entscheidenden Spiele, wenn es dann so ein bisschen um die Zeit kommen würde, sind gegen die anderen zwei Gegner. Ist das ein Spiel, das man auch ein bisschen geniessen kann? Oder ja, geht es halt einfach auch wirklich jetzt gegen Rom daheim, wo man punkten? Ja, jedes Spiel so annehmen, um das bestmögliche Resultat rauszuholen. Uns ist bewusst, dass es eine extreme Schwierigkeit morgen wird beinhalten, gegen diese Mannschaft 10-20 Torchancen rauszuspielen. Also das heisst, wir werden unser Spiel sicher auch ein bisschen anpassen müssen, dass wir gut verteidigen können, dass wir kompakt sind. Aber wir sind gegen jeden Gegner haben wir das Gefühl, dass ein Resultat möglich ist. Und während dem Spiel einfach erkennen, was ist heute realistisch möglich. Ist es möglich, den Match noch zu gewinnen? Ist der Punkt vielleicht gut? Ich glaube, jeder Punkt ist wichtig in dieser Gruppenphase, auch wenn vielleicht die sogenannten Direktbegegnungen mit diesen zwei anderen Mannschaften können entscheidend werden um den zweiten Platz. Zum Schluss noch, wie sieht das Kader aus? Es gibt noch den einen oder anderen Angeschlagenen. Wie kannst du aus dem Vollen schöpfen oder nicht? Wir haben immer noch die länger Verletzten wie Petinha, Lauper. Dann haben wir Martins und Spielmann, die seit einiger Zeit ein bisschen muskuläre Probleme haben, die noch nicht zur Verfügung stehen. Der Rest der Mannschaft ist zur Verfügung stehen. Wir haben auch jetzt alle Spieler, die positiv waren, mit dem Fonbalmos und Kamara, sind wieder im Mannschaftstraining. Der Ulis Garcia wird morgen wieder ins Mannschaftstraining können einsteigen, wird wahrscheinlich nicht im Kader sein, aber der Rest der Spieler steht zur Verfügung. Und Michel Ebischer ist auch zurück vor Verletzung? Michel Ebischer hat trainiert seit einer Woche mit der Mannschaft und wird morgen im Kader dabei sein.
Tipptopp, merci vielmals und viel Erfolg. Merci, danke.